backyard, pull up in your fast car with some geil. Open up your clear and you say, get over here and play a video game. She's in her favorite sundress, what you knew I feel best, take her body up the time. I say all the bestest, leaning for a big kiss, put a favorite perfume on, go play video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you what it's. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. Swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark flame, pulling wild cards, video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Loving you, baby, now you do. 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 David, was habt ihr gerade hier noch diskutiert, kurz danach? Dass wir es total geil fanden, den Auftritt. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ich dachte, ihr werdet irgendwie unsicher oder so. Das war tatsächlich sehr geil. Ihr drei, ihr macht mich fertig. Da müssen wir erst bis in die Battles kommen, dass ihr einen emotionalen Ausbruch habt, sozusagen. Denn das war jetzt ein emotionaler Ausbruch. Die drei sind normalerweise sonst eher ein bisschen schüchtern. Ey, jedes Lächeln, was ihr mir gerade geschenkt habt, ich war so dankbar drüber. Für mich war es gerade sehr schön. Vielen Dank. Toller Song, den du da genommen hast. Und ich bin ein klarer Anna-Fan. Anna ist... Finde ich, hat das Ding klar nach Hause getragen. Also das war echt Bombe, wirklich richtig cool. Ich glaube, David, von dir hätte man mehr gesehen, wenn du ein bisschen rausgekommen wärst, noch mal eine Oktave höher oder wenn die Tonart ein bisschen raufgegangen wäre oder höher angesetzt gewesen. Ich bin ehrlich gesagt relativ happy mit deinem Auftritt. Ich finde, du hast uns schön deine Farbe gezeigt und deine Stimme gezeigt. Also ich bin großer Fan von dir. Ich muss aber trotzdem auch noch mal sagen, dass Anna mich auch heute wirklich vom Hocker gerissen hat. Du hast wirklich einen Hammerauftritt gehabt. Wow. Anna, das ist natürlich dieser Song mit diesen langgezogenen Tönen, kommt deiner Stimmfarbe und deiner Art zu singen natürlich total zugute. Deswegen hast du am besten hier gewirkt von den drei, einfach weil es dein Ding war. Aber ich finde es total schwer zu beurteilen, wer hier weiter. Aber wenn das einer kann, dann du, Stefanie. Also ihr habt schon wirklich recht, jeder von euch hat einen ganz, ganz eigenen Stil, eine ganz, ganz eigene Art auch zu singen. Ihr seid sehr stille, sehr schüchterne Typen, aber das ist eben auch das, was Musik besonders macht, ne? Diese Melancholie, die ganz, ganz tief bei euch aus dem Bauch kommt, ne? Und um das gleich mal zu David zu sagen, ne? Ich finde überhaupt nicht, dass er untergegangen ist. Ich finde, du hast hier total gestrahlt zwischen den Mädels. Und man darf nicht vergessen, David singt erst seit einem Jahr. Also ich finde, du hast wirklich gestrahlt, ohne Mist. Dankeschön.
Evelyn, ich finde, du hattest in einem Song genau deinen Platz und ich habe es wirklich genossen, diese Ruhe und diese Stille auch zu beobachten. Vielen Dank. Danke. Ey, Anna, ich finde, du hast bei dem Song viel Verantwortung übernommen. Ne? Du hast dir die schwierigen Parts auch genommen, hast dir gute Sachen überlegt, wie du da auch, ne, wie du das auch zu deinem machen kannst. Und deswegen war das eines der ganz, ganz besonderen Momente hier bei The Voice Kids. Anna, David oder Evelyn, wer kommt in die Singles? Ich würde gern mit dem Talent von euch gehen, wo ich glaube, dass ich es schaffen kann, noch ein kleines bisschen Offenheit herzustellen und es noch zu schaffen, dass die Leute noch ein bisschen mehr von der Persönlichkeit sehen und von der Stimme im Inneren. Und deswegen gehe ich in die Sing-Offs mit der Anna. Anna ist eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank. Danke, Evelyn. Danke, David. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Du bist weiter.